Wobei ich ja immer kategorisch, ich habe nichts mit Rap am Hut, ihr wisst es. Ja. Aber ich sage ja, wenn ich jetzt nochmal Fame werden wollen würde, ne? Werden wollen würde auch. Dann würde ich tatsächlich auch so eine Shirin David Nummer rappen. Ja, also. Ich bin nicht so ein. So. Try defying gravity. Yeah, 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 and you can't put me down. You can't put me down. Du hast halt ein bisschen mehr. Tschüssi! Oh, das war echt schön, Alter, ne? Ja, yeah, was cool! Dann mache ich den Anfang. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Wir sind auch gleichzeitig live auf Insta hier und ich bin heute nicht alleine. Nein, nein. Ich habe den wunderschönen jungen Mann hier neben mir und zwar Emu von Singtips by Emu. Ich sag immer wieder Singtips oder Singtips? Singtips. Singtips, ja, okay. Weiches S. Genau, Singtipps bei Emo hat letztens auch jetzt ein Video rausgebracht und zwar, wie produziere ich zu Hause, ne? Genau. Wie mache ich Beats, wie mache ich Musik? Ja, ich habe das mitbekommen. Und das ist eigentlich echt cool, weil ich das gar nicht weiß, wie man sowas macht. Also sowas finde ich auch echt interessant, ne? Hast du eigentlich da so ein, was hast du so zu Hause an Technik für das? Mhm. Am besten sind natürlich, wir schauen uns das Video an. Das heißt, geht auf jeden Fall nochmal rüber zu Emos Kanal. Guckt euch da auch nochmal das Video an. Und... Ja, und ganz kurz vorweg, wir machen einen Podcast heute. Wir haben heute ein Thema für euch. Ha, kommt aber gleich noch. Ja. Aber jetzt will ich trotzdem noch mal ganz kurz wissen, was ich an Equipment habe. Was du an Equipment hast. Und ob das bezahlbar ist. Weißt du? Ja, also ich bin da auf jeden Fall ein Schnäppchenjäger. Ich habe auch nicht so viel Geld. Deswegen, ich habe mir sehr preiswerte Sachen ausgesucht. Ich habe ein Interface, ein PC, Monitore, also so Lautsprecherboxen, ein Mikrofon und so ein Screening, weil ich den auch, also... Doch ganz schön viel jetzt, ne? Ja, also ich muss auch dazu sagen, ich habe auch ein Video gesagt. Nicht merken. Nein? Kannst du nicht? Also ich, für jemanden, der halt mit Technik sich nicht auskennt, ist das doch Matsch, ne? Ja, sonst also, kann man das irgendwie reinschreiben oder so. Aber was ich auch letztes grundlegend gesagt habe, das ist immer so eine Reise. Also man kann meiner Meinung nach nicht alles auf einmal holen, weil das kostet dann echt viel Geld. Ja. Aber wenn du alles so vielleicht so einen Zeitraum von 3 Monaten oder so verteilst, dann würde das in Ordnung sein. Ja, ja, okay, also das ist dann eine Investition langfristig. Dann, ne? Genau, also so wie mit allen Sachen, die einem irgendwie am Herzen liegen. Das Schlimme ist halt die Zeit, die man investieren muss, um das zu lernen, sich da auseinanderzusetzen. Ja. Und du produzierst das ja auch alles selber und schneidest das ja dann auch, ne? Ja, das ist auch nochmal eine andere Wissenschaft. Das muss man auch erstmal hinkriegen, ja. Das ist wahr. Auf jeden Fall. Ja, wir sind also heute, heute haben wir uns ein Thema überlegt und zwar das Thema ist, wie werde ich eigentlich Sänger, wie werde ich eigentlich Musiker? Genau. Und weil wir ja auch oftmals die Frage bekommen, kann man singen lernen, ne? Und ich frage mich immer bei der Frage, was meint diese Person genau? Will sie wirklich singen lernen für sich im Kämmerlein oder geht es darum, Fame zu sein? So? Und ich glaube ja, ne, These ist, ich glaube ja, in der Frage steckt einfach noch mehr. Reicht meine Stimme aus, um erfolgreich zu singen auf der Bühne, um Leute zu erreichen? Ja. Das ist die Frage, wenn ich, zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie zum Verein gehe und ich will Kung Fu lernen, dann ist halt meine Frage so, reicht es aus, im Wettbewerb mitzumachen und wirklich professionell zu können? Ne? Mhm. Oder was meinst du denn dazu? Also ich bin dann vielleicht ein bisschen traditionell oder so ein bisschen träumerisch, aber ich gehe immer von der Leidenschaft aus. Und wenn man erstmal daran denkt, dass man singen lernen möchte, weil man sich irgendwie ausdrücken möchte, dann finde ich das an erster Stelle voll cool. Aber wenn man jetzt sagt, okay, ich will der Allerbeste sein oder irgendwie DSDS gewinnen oder so, dann ist natürlich ein ganz anderes Spiel. Ja, und dann andere Messlatte auch vor allem. Genau, dann ändert sich auch die Bedingung. Und dann finde ich aber auch, verliert das so ein bisschen den Charakter vom Singen, weil für mich... Es singt in erster Linie emotionaler Ausdruck. Das ist ja, das erste, ist wahr. Das stimmt. Das und Fame und was auch immer gewinnen oder so, das ist so ein bisschen Ego. Aber das ist meines. Das ist meines. Ja, wir haben uns vorher schon auch über unterhalten. Mhm. Genau, wir hatten uns ja vorhin schon über unterhalten, so wie ja, mit Fame und ob es sich lohnt, Musik heutzutage zu machen und wie das halt alles aussieht. Ne? Wie, auf der einen Seite geht es halt so einfach, auf der anderen Seite ist es halt so schwer. Ne? Auf der einen Seite reicht es halt irgendwo viral zu gehen, aber die Frage ist, wie substanziell, ne, heißt das, ne? Also wie lange kann man sowas aufrechterhalten, wenn man einmal viral irgendwo gewesen ist, ne? Ja, auf jeden Fall. Ist ja dann immer nur ein Video. Ja, also... Also die Frage sollte halt erstmal sein, lohnt es sich jetzt überhaupt im Jahre 2020 professioneller
Sänger zu werden. Mhm. Also professionell im Sinne von wirklich Fame. Mhm. Das ist eine sehr, sehr große, komplexe Frage, weil man kann zum Beispiel Fame sein, aber dann irgendwie nicht davon leben können, dann ist es ja auch irgendwie... Das ist echt interessant, dass du das sagst, so, ne? Oder man... Weil wir machen ja YouTube und dann war das so klar. Ja, ist ja so. Also, ja, es ist... Oder? Also ich sehe zum Beispiel auch professionelle produzierte Videos, die halt einfach unter 10.000 Klicks haben. Dann weiß man eigentlich, die Investition vom Video ist nicht unbedingt da. Also man hat es nicht unbedingt reingeholt. Also, ja. Aber ja. Also, das hat wieder das Ding. Also, wenn man halt jetzt die Erwartungshaltung hat, dass man irgendwie die Welt erreicht und in die YouTube-Trends kommen möchte oder so, dann ist halt schwierig, weil ich finde, gerade wenn man da so viel Zeit investiert und Geld, dann hängt man da auch ein bisschen mehr dran. Und wenn man dann auf einmal auf der anderen Seite vielleicht jemanden sieht, der so mit so einem Zufallshit, so einem viralen Hit irgendwie. Einfach in die Trends kommen. Sie liebt den DJ. Genau. Mir wurde was egal. Ne? Dann ist halt das Ding. Ich nach dem Hallo. Das Problem ist dann einfach, dass man dann, dass dann das Herz gebrochen wird, meiner Meinung nach. Also, weil, ja, ich finde, deswegen sage ich halt immer, man muss echt einfach nur aus dem Herzen denken, weil alles andere kannst du eigentlich nicht so wirklich beeinflussen. Du kannst natürlich dafür sorgen, dass du ihn trainierst, dass du vielen Leuten deine Musik zeigst, aber auf der anderen Seite finde ich, ist auch Musik so ein bisschen, ich weiß nicht sagen, inflationär, das wäre jetzt ein bisschen gestochen, aber es gibt einfach so viel Musik, es gibt so viele Leute, es ist eine, kennst du ja selber. Der Markt ist halt auch echt extrem überfüllt. So. Ja. Also ich frage mich halt immer, lohnt es sich noch für den Aufwand, den man betreiben muss? Also ja. Jetzt ist es natürlich fast sogar einfacher geworden, weil man ja von Haus aus produzieren kann. Ne? Genau. Also erstmal, man braucht die Plattenfirma nicht mehr, man braucht keine Musikverlege mehr. Man kann das alles selbst promoten, man kann selber Geld investieren, man kann sich auf diesen Social Kanälen halt stark machen. Mhm. Also das heißt, das fällt schon mal weg so ein bisschen, aber trotzdem, ich meine, die Frage ist halt so, für mich ist die Frage das ganze Gesamtpaket, ne? Mhm. Das eine, die Musik muss stimmen, es muss ein Zeitgeist sein, das Aussehen muss da sein, die Message muss da sein, die Story muss da sein, es gehört einfach so viel dazu, ne? Also es ist nicht nur das eine, das Aussehen, aber es muss auch irgendwie, eine Zeit lang war ja Drake auch wieder so ganz in und jeder hat so diese Musikrichtung gemacht, ne? Es ist schwierig. Also ich finde, wenn man halt so jetzt erfolgreich werden möchte, dann muss man halt so einem vorgeschriebenen Skript quasi folgen. Ja, weil das ist so, leider. Ich zum Beispiel mag gerne R&B, aber ich weiß zum Beispiel, in Deutschland ist R&B nicht so beliebt. Ja, dann wir hatten ja drüber gesprochen, wo wir uns letztes Mal getroffen haben und dann hatten wir gesagt, was gibt's jetzt eigentlich so für Musikrichtungen in Deutschland? Ne? Ja. Und dann haben wir mal überlegt und eigentlich gibt's ja, dominiert zurzeit ja Deutschrap ganz stark. Auf jeden Fall. Und also Deutschrap und Schlager nach wie vor. Ja. Immer noch die Welle. Und das war's. Wenn man jetzt überlegt, Soul oder R&B, Rock, Heavy Metal oder Gothic oder was es da alles an Subkategorien gibt, ne, oder Kategorien. Ja, das ist ja nicht mal Sub. Ja, es sind ja eigentlich Kategorien, es sind ja keine Subkategorien. Ja. Also, das ist schon echt mau geworden. Ne? Und dann hatten wir, Xavier Naidoo hatten wir noch in Erinnerung, weil er war ja so der Soul-Sänger noch, ne. Aber jetzt, ich meine, Frage an euch, schreibt es mal in die Kommentare, schreibt es mal hier rein. Wer fällt euch ein, also was gibt es noch für Musikgenres, die halt ja nicht Schlager und nicht Rap sind? Schreibt es mal bitte rein. Also. Ich hätte fast House gesagt. Oh ja, total, stimmt, hast du letztes Mal auch gesagt. Also House und Elektro, ne? Genau, so ein bisschen Elektro halt. Aber ich hoffe, das kommt jetzt nicht respektlos rüber, aber da ist ja jetzt auch nicht so viel gesanglich. Also klar, da ist vielleicht mal die eine Hook gesungen. Ja, die Hook, so. Ja. Die genau, Hook. Und dann kommt aber... dann kommt erstmal noch 2 Minuten irgendwas anderes und dann kommt wieder die Hook, ne? Ja. Also ich würde auch House nicht hören, um jetzt mir Vokalisten anzuhören. Ja, stimmt. Irgendwie ja. Um abzudancen und so. Ja, da geht es, also da ist der Sänger auch nur Begleitung zur Musik, ne? Ja. Also es ist halt nicht... Eben, genau. Ja, der Sänger dominiert das einfach nicht. Ja. Sondern er ist halt begleitend. Deswegen ist es ja auch immer David Guetta featured someone else, ne? Ja. Weil er mit seinen Beats da einfach mal... Er ist der Bopper. Er ist, ja. Ja. Und das geht halt nicht. Ich finde aber dann auch im selben Atemzug interessant, dass wenn man sich das mal so anschaut, dass man auch komplett ohne Gesang Fan werden kann. So. Also ja, total. Man muss nicht mal singen lernen. Also wenn ihr euch die Frage stellt, so hey, ich will singen lernen, ich will DSDS lernen, so... Gar nicht, gar nicht. Also, muss ihr nicht.
bestes Beispiel ist ja halt YouTuber, ne? Also ja. Berufsbezeichnung YouTuber, ne? Aber auch, ne? Also hier Dagi und Bibi, ne? Vorsicht! Jetzt müssen wir aufpassen, ein bisschen wieder Grauzone. YouTube-Bibi, ja, stimmt, ja. Aber das ist halt auch so die Gratwanderung, ne? Ja. Und das ist eben die Frage, also bei Bibi hat man es ja ganz stark gesehen an den Dislikes und so. Dabei fand ich es jetzt, es war jetzt auch nicht so schlecht, ne? Mhm. Es war so, sie ist halt keine Sängerin, ne? Unter der Messlatte messen wir sie dann ja auch. Wenn wir sagen, wir messen sie ja nicht mit Whitney Houston, ne? So. Ja, klar, wir messen natürlich. Sie als eine YouTuberin, die aus dem Blogging-Bereich kommt, die halt so singen möchte, ne? Ja. Aber man sieht, es hat trotzdem gereicht, um Klicks und Aufmerksamkeit zu bekommen, ne? Ob es jetzt irgendwie vielleicht sogar negative war, aber es ist viral gegangen und viele Leute aus anderen Ländern haben auch darauf reagiert, ne? Ja. Das ist ja auch eine Form von Fame. Also. Aber das finde ich auch schwierig, weil irgendwie. Ich finde, wenn man halt irgendwie Pech hat, dann gerät man irgendwie in so einen Shitstorm. Ich weiß nicht, ob ich das sagen darf. Aber ich meine, das war jetzt, das Letzte, was sie da rausgebracht hat, was so viral gegangen ist. Das war jetzt, wie gesagt, gesang gar nicht so schlecht. Aber wenn man dann einfach erstmal in diesem Shitstorm ist von Leuten, die sagen, ey, die kann ja gar nicht singen und bla bla, ja, ist ja voll blöd und so, ja. Dann wird das. Game over. Genau, ist Game over. Game so. Over. Deswegen, ist ja auch egal, wie viele Views du hast. Ja, eben, das ist ja der größte Witz. So. Das ist der größte Witz eigentlich. Ja. Aber das stimmt, also heutzutage, wie gesagt, muss man gar nicht mehr singen können, weil es reicht, also man hat ja auch Autotune und so, das macht schon eine Menge her. Das ist die nächste Sache. Das ist die nächste Sache. Ja. Und es ist auch mal genreabhängig, ne? Auf jeden Fall. Also ich würde, um zurück zur Frage nochmal zu kommen, wenn ich heute nochmal Musik machen würde, dann würde ich das nur machen und gucken, was gerade aktuell ist. Also ich würde das nur noch so konzipieren, dass es am Markt ist gerade. Ja. Und ich würde es jedes Jahr verändern. Also ja. Weil anders geht's ja nicht. Anders kannst du gar nicht mehr erfolgreich sein. Ja. Ich würde sogar tatsächlich auch Deutschrap machen. Wobei ich da immer kategorisch, ich habe nichts mit Rap am Hut, ihr wisst es. Ja. Aber ich sag ja, wenn ich jetzt nochmal Fame werden wollen würde auch. Ja, schön. dann würde ich tatsächlich auch so eine Shirin David Nummer rappen. Ja, also ich bin nicht so ein, aber. Aber das ist ja so. Es ist ja so. Oder was würde man heute als Musikrichtung. Oder Schlager. Stimmt, genau. Also, oder man macht so eine Schlagernummer halt, ne? Yeah. Ja. Aber da wäre ich persönlich raus, weil das ist nicht meins. Obwohl, wenn du Fame werden würdest, du. Achso, klar. Genau. Aber das hat die Frage. Also, das führt dann auch wieder zu dem zurück, was wir am Anfang gesagt hatten. Wenn man singt, für mich steht der emotionale Austausch im Vordergrund. Und wenn man dann Glück hat, dann kann es passieren, dass man Leute erreicht und die sogar einen dafür Geld bezahlen würden, dass man irgendwie Konzert hat oder so. Aber wenn man das jetzt so wirklich selbst aufbauen möchte und sagt, yo, ich will jetzt der nächste virale Typ sein oder die nächste virale Dame, dann ehrlich, verkauf deine Seele und richte dich aus an dem, was gerade aktuell ist auf jeden Fall. Also ja, absolut. Also aktuell würde ich auch jedem empfehlen, der Fame sein will, der es in Kauf nimmt, strategisch sich als Produkt zu vermarkten. Ja. Yeah. Dem würde ich dann auch sagen, Schlager. Ja. Yeah. Und interessant finde ich es auch, bei dem, was du gesagt hast, das hat alles nichts mit Gesang zu tun, sondern es ist echt nur vermarkten. Also wenn ihr es irgendwie schafft, irgendwas Kontroverses, Virales irgendwie in die Wege zu leiten, sei es irgendein dummer Kommentar oder ein cooles Outfit oder was weiß ich, dann. Eine Maske, ne? Also, eine Maske. Ich meine, Sido war der Vorgänger. Wie viele Leute haben wir jetzt schon mit Masken gesehen? Crow? Ja. Yeah. Und dann, wie viele gibt es noch? Bestimmt irgendwie welche, ja, die da irgendwie. Ich bin jetzt auch nur Sido. Aber da gibt es bestimmt noch ein paar. Also, dieser Gag geht immer, weißt du? Also, das sind halt so altbewährte Sachen, die halt funktionieren, ne? Einmal dieses Maske. Es gibt es noch so Markenzeichen. Ne? Man muss halt gucken, was ist so ein Markenzeichen, ja. was so einen Wiedererkennungswert hat, wenn das jetzt nicht die Stimme ist, ne? Ja. Weil wenn ich jetzt so auf TikTok unterwegs bin, sehe ich extrem viele gute Sänger, aber die klingen alle irgendwie trotzdem relativ gleich. Die haben einen Sound, einen Generation Sound, so ein bisschen Ariana Grande. Ja, Mann. So ein bisschen, ja. So ein bisschen dieses, weißt du, ich kann es nicht nachmachen, weil es ist nicht meine. Also, aber dieses Something about you. Warte mal, ich muss das mal ordentlich zu machen. Warte mal, auf meiner Tonlage. Also ich habe ja einen Artikel drüber gelesen, witzigerweise, in dieser Gesangsgruppe. Okay. Und zwar, das habe ich gepostet, dieser Sound nennt sich jetzt Curving. Curving? Curving. Wieso? Weil man dort die Wörter verschluckt und nicht die Silben nicht richtig aussingt. Ah. Und man dieses Glottal, also der Stimmansatz,
ist halt so something about you makes me feel like it's fast für mich Shakira, muss echt gucken. Mm. Aber weißt du, was ich meine? So ein bisschen schluchzen. Ja, das nennt sich jetzt so Curving. 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 Ja, okay. Das ist neu. Also dieser Amy, why we only say goodbye. Ah, oder wer, see it, shout it out, I can't hear what So ein bisschen verschluckend. Würde vielleicht, das finde ich vielleicht ein bisschen anders hin, aber würde ich vielleicht sagen, dass gesanglich vielleicht einige Vorteile, wenn man curved. Ich hätte jetzt an Warum Modification gedacht, dass das so ein bisschen Vokale abfärbt und ein bisschen dunkler klingt, weil es klingt ja schon sehr. Ja, es klingt so rrr, ja. Und also, das ist eine gute Frage. Es ist natürlich, es ist einfacher, weil man halt nicht klar die Vokale aussingen muss, wie beim Musical. Stimmt. Ja, beim Musical ist dann halt, ich gebe mir einen Titel, so, try defying gravity, and you can't put me down, Du hast halt ein bisschen mehr, mehr Support, weil es halt auch nicht down. Ja, sowas. Also, ich weiß. Ja. Eigentlich müsste man mal gucken, ja. Also, doch, tatsächlich. Es ist auf jeden Fall einfacher, durch das Sobbing sowieso auch reinzukommen. Mit diesem Schluchzen. Ja, total, ja. Ja, auch interessant. Jetzt wollte ich gerade was dazu sagen, jetzt habe ich das wieder gerade vergessen. Ja, und da hatte jemand in diesem Artikel auch geschrieben, es klingt wie so, wie so eine Robbe, weil die ja auch diesen Seal so machen. Robbe? Ja. Wow. Und die Dozenten haben auch so debattiert in der Gruppe. Aber dieser Seal Sun, es gibt doch auch, welche Sängerin macht das denn? Vielleicht fällt euch das ja eigentlich nochmal ein. Welche Sängerin immer diesen, wie so ein Seal klingt, ganz viele britische das klingt ja auch so ein bisschen wie so ein Seal, oder? Wie so eine Robbe, ne? Ja, ich hätte jetzt, das ist jetzt vielleicht nicht mehr der Hipste, sorry für deinen Humor, aber ich hätte jetzt an Trey Songs auch gedacht, da sind ja auch so ein bisschen Schlupfen. Warte mal, Trey Songs ist And I wish you never Genau, ja. Also, I wish you never Stimmt, ja. Aber das ist ja auch schon ein paar Jahre her. Das ist jetzt auch tatsächlich, ja. Also, sind alt. Und Ja, schon. Also vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, meine Lieben. Schaut mal rein bei Imo auf seinem YouTube-Kanal. Er macht ganz, ganz tolle Gesangstipps und hoffentlich ist es nicht das erste und letzte Mal, dass wir uns sehen. Natürlich nicht. Und ja, ich hoffe, ihr konntet auf jeden Fall was mitnehmen. Schreibt mir in die Kommentare da, was eure Meinung ist zum Thema Sänger werden in 2020. Sänger und Sängerinnen. Sänger und Sängerinnen. Richtig Gender. Absolut, ne? Hier nicht Gender-Dings, ne? Ja. Ja, na, hat er recht. Auf jeden Fall, was ist eure Meinung? Reicht es heute nur gut auszusehen? Muss man wirklich noch singen können? Was ist eigentlich aktuell? Muss man immer jeden Trend mitsingen, um erfolgreich zu sein? Oder soll man einfach sein Ding durchziehen und sagen, ey, scheiß drauf, es geht einfach um die künstlerische Entfaltung und nicht darum, Fame zu werden? Und wo ist dann auch eure Gratwanderung? Es sind so viele Fragen. Bei so vielen Fragen ist es so. Ja, ist auch gut. Ja. Okay, wir sagen schon mal Peace out hier und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss. Oh, das war echt schön, oder? Yeah, it was cool. I liked it.